Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Letztes Mal haben wir, wie heißt er? Kefka besiegt, genau. Und dann haben wir einige Szenen gesehen, in denen sich Terra von uns verabschiedet hat. Zumindest vorerst. Und wir können jetzt unsere Party zusammenstellen. Also wir haben nur mehr 6 Charaktere jetzt zur Verfügung. 4 in der Party hier. Und hier könnten wir eigentlich wechseln. Also wir brauchen nur entweder Xian oder Xian. Oder Gao ansprechen und dann könnten wir die Gruppenmitglieder wechseln. Will ich jetzt momentan aber allerdings noch nicht. Die Ausrüstung ist auch nicht so wichtig. Ich zeig's nur kurz her. Das ist das, was ich. Wichtig ist nur, dass wir bei Sabin, Edgar, Celes irgendwo die Sprintschuhe ausrüsten, damit wir schneller laufen können. Sonst brauchen wir momentan nicht wirklich viel. Und dann schauen wir uns mal Nash an. Da gibt es nämlich einiges einzukaufen. Also zuerst hier runter. Ich muss eben mal nachschauen, was wir überhaupt alles einkaufen wollen. Da gibt es einen tollen Objektladen, glaube ich. Brauchen wir da irgendwas? Nein. Ich kaufe nur drei Tränke, dann bin ich wieder auf 20. Dann sind, glaube ich, die letzten, die ich kaufen. Werden, glaube ich, die letzten sein, die ich kaufen werde. Ja. Dann kommen wir zu den Relikten. Da wollen wir gleich mal einkaufen. Und zwar, was kaufen wir hier? Ah ja, genau. Juwelenringe. Und der zahlt 3. Dann gehen wir runter in den Wirster Waffenladen. Dort gibt es auch etwas zu kaufen. Weil anders als bei Sian und Edgar und Gao und so, ist es bei Locke natürlich schon wichtig, was er für Waffen in der Hand hat. Und da kaufen wir uns gleich 2 Vollmonde. Die werden wir auch gleich ausrüsten später. Und einen Dreschflegel für Celes. Ja. Wollen wir gleich mal ausrüsten. Das heißt, hier die Vollmonde. Das sind übrigens beides Waffen, die aus beiden Reihen genau gleich viel Schaden machen. Das heißt, wir werden auch jetzt Locke in die hintere Reihe stellen. Braucht er nicht mehr vorne sein. Und dann habe ich noch was vergessen. Ah ja, übrigens, wenn ihr übernachten wollt hier in Nash, braucht ihr nicht ins Inn gehen. Hier im Hinterzimmer des Waffenladens gibt es auch ein Bett. Da kann man sich einfach hinlegen und übernachtet mal eine Runde. So, dann will ich aber noch Rüstungen kaufen. Die sind jetzt irgendwo anders hier. Es kommt davon, wenn ich aus dem Haus falsch rausgehe, so wie ich es jedes Mal mache. Kann ich da oben nochmal rein? Ah, da hinten ist es. So. Also hier ist der Rüstungsladen, da wollen wir uns auch kurz umsehen. Und kaufen. Ah ja, genau. Mithril. 4 so Mithril-Schilder. Ich glaube, es sollten eigentlich 3 auch reichen, aber da müsste ich die Mithril-Schilde von den anderen Charakteren nehmen und wir haben genug Geld, also kaufen wir einfach 4. Dann sollten wir genug haben, um alle auszurüsten. Also hier brauchen wir natürlich nichts. Hier Mithril-Schild. Mithril-Schild und noch eines. Dann müssten eigentlich genug überbleiben später dann. Und es gibt hier noch etwas anderes zu entdecken, abgesehen, dass die. Ja, das weiß ich schon. Wir wollen natürlich Terra suchen und unser bester Hinweis ist, dass sie irgendwo in der Kolingen-Region gesichtet wurde. Da können wir mit der Burg, mit Figaro quasi hinreisen. Also die kann sich eingraben und offenbar unterm Sand dann auch noch fortbewegen. So, im Haus des Ältesten wollen wir auch vorbeischauen. Erstens, um mein Elixier abzuschwatzen. Und zweitens. Ah ja, er hat immer noch das moralische Dilemma zwischen, soll er uns helfen oder soll er sich dem Imperium quasi mit dem Imperium anbiedern? Was sind die zwei? Ach, natürlich, was für ein Unsinn! Ja, immer das böse Imperium. Moment, den will ich. Achso, das ist der falsche. Den will ich noch reden. Okay, na, dann wollen wir das kurz mal machen. Das Haus, was er meint, ist da oben. Müssen wir kurz nochmal die Treppen raufgehen hier. Und dann hier in den Süden runter. Das ist das östlichste Haus in Na. Oder eigentlich nicht das östlichste, aber das östlichste, wo wir rein können. Und da gibt es einiges an Zeug zu ergattern. Und zwar Ohrringe, Jagdmesser. 5000 Gil, sehr gut. Reflexring ist Autoreflekt, ist super. Schleichring, weiß ich gar nicht, was der macht. Hypergelenk brauchen wir dadurch nicht. Und eine verschlossene Truhe, was da drinnen ist, sehen wir erst viel, viel später. Ja, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Dann die Truppe, die ich jetzt so eingerichtet habe,
ist aus einem bestimmten Grund so. Also wir brauchen alle vier Charaktere in der nächsten Zeit. Zwar nicht zum Kämpfen direkt, aber für Story-Sequenzen, die man so nicht sehen könnte, wenn man andere Charaktere mitnehmen würde. Deswegen, wir wollen uns noch kurz mal heilen hier. Wir waren zwar schlafen, aber ist egal. Und dann geht's auch schon weiter nach Figaro. Die Gegner hier sollten bekannt sein. Ich zeige jetzt nichts mehr her von den Gegnern hier. Sind noch nicht allzu schwierig. Und dann schauen wir mal, ob wir Terra in Kohlingen aufstöbern können. Aber bevor wir dann nach Kohlingen selbst gehen, wollen wir uns dort in der Region noch umschauen. Dort gibt es nämlich noch einiges zu finden. So, und hier in der Burg können wir einkaufen gehen. Weil wir noch etwas Neues für Edgar kaufen wollen. Allerdings sollte der ja in der Party sein, also ganz vorne in der Party sein, wenn wir dann den Shop-Inhaber ansprechen, bekommen wir einen Rabatt und wir wollen nicht zu viel zahlen. Aber bevor das alles passiert, verlässt noch kurz Seven die Party und das Problem ist, er hat unsere Sprintschuhe mit. Ja, dann machen wir das, was wir nachher machen wollten, kurz noch vorher. Wir legen uns hier kurz schlafen, nicht, dass wir es brauchen würden, aber kommt eine kleine Story-Sequenz mit Seven. Oh, ich habe vorher Edgar gesagt. Seven hat noch nicht die Party verlassen, hier kurz. Dauert allerdings nichts lang, also er geht nicht jetzt ganz aus der Party raus, sondern... Ja, er schaut sich nur den Thronsaal an. Ja, ist wie eh und je, außer, dass er nicht mehr da ist, ne? Ja, eine kleine melancholische Szene. Von Seven hier. Ja, und geht's jetzt. Das ist quasi direkt eine Rückblende darauf, wie Edgars und Sevens Eltern. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Sorry, wenn ich jetzt nicht allzu viel rede, aber ich glaube, es müsste passen. Übrigens, die Oberin ist hier irgendwie schlecht übersetzt. Das ist natürlich, ich glaube, das ist die Mutter der beiden, soweit ich mich erinnern kann. Also die Königin, die natürlich jetzt nicht mehr am Thron sitzt, weil ja, ihr Mann gestorben ist. Also war Edgar offenbar Seven gar nicht so traurig. Oh, es ist doch nicht. Ist doch die Oberin, okay. Also war Seven gar nicht so traurig, dass er den Thron nicht bekommen hat, sondern wollte eher was gegen's Imperium machen. Auch nicht. Ich dachte eigentlich, die Oberin ist die Mutter der beiden, aber so kann man sich irren. Okay, also so wurde das geregelt. Ja. Da ist er schon. 10 Jahre ist das her. Riesenhummer. Königsgrabe. Ja, die zwei, die verstehen sich hier noch ganz gut. Ja, ich glaube schon. Immerhin schmeißt er die ganze Rebellion ganz schön gut, also. Ich glaube, euer Vater wäre stolz drauf. Ja, immerhin kannst du jetzt Kampfkunst zeigen.
Hast du die Zeit ja ganz genutzt, oder? Yay, Figaro! Okay, und nach der kurzen Story-Einlage, die man natürlich nur dann bekommt, wenn Seven in der Party ist, geht's zurück zur. Bin ich da überhaupt richtig? Nein. Geht's zurück zu Edgars Party, oder generell zur Party, und wir können wieder laufen. Und das, was wir machen wollen, wir wollen kurz einkaufen gehen, und zwar für Edgar neue Werkzeuge. Ja, zumindest gibt es uns die Sachen billiger, also gibt es uns nicht umsonst, aber billiger. Die neuen Werkzeuge, die wir haben können, sind Abblitzen und Bohrer. Beide sind ziemlich wichtig, gut und sehr nützlich, deswegen gibt es keinen Grund, sie nicht zu kaufen. Vor allem, sie sind nicht allzu teuer, wenn man Edgar in der Party hat. Und wir könnten mit allen reden hier, vor allem mit dem Kanzler. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Ja. Aber sie sagen nichts wirklich Spannendes, und das, was wir eigentlich machen wollen, befindet sich hier. Und zwar, ich könnte mich noch erinnern an den komischen Alten, der hier gesagt hat, da unten ist der Maschinenraum. Ja. Wenn wir ihn ansprechen, dann kann er quasi die Burg nach Kolingen versetzen. Wie das aussieht, sehen wir gleich. Und zwar, sie verschwindet jetzt quasi im Sand. Kamera fährt über die Berge und dann taucht sie aus dem Sand drüben wieder auf. Ich verstehe nicht ganz genau, wie das funktionieren soll, aber vielleicht schwimmt sie ja durchs Lava oder so. Kann ja sein. Und das ist die Kolingen-Region hier. Auf der Landkarte, man kann es nicht ganz gut sehen, leider kann man die Landkarte nicht so viel Final Fantasy 7 groß machen. Hat man kurz nördlich von der Burg jetzt eine Stadt gesehen, das ist Kolingen selbst. Da wollen wir gleich mal hin. Ich hoffe, wir kommen hin, ohne allzu viel Zufallskämpfe zu haben. Ich würde schon gerne herzeigen, allerdings. Ja, okay. Zeigen wir einen Zufallskampf her. Ja, Rotterhauer und Geier sind nicht wirklich schwierig. Okay, dann machen wir. Also, stehlen brauchen wir nichts von denen, glaube ich. Und Abblitzen zeige ich gleich mal her. Oh, falsche Blitzangabe. Wenn wir kurz mal. Abblitzen ist ziemlich stark und. Hey, warum ist der Hund nicht gestorben? Ich dachte, er stirbt eigentlich. Normalerweise sollte Abblitzen für die meisten Gegner zu viel sein. Offenbar ist Edgar bei mir noch kurz zu schwach. Damit er quasi alle Gegner mit einmal Abblitzen erledigen kann. Weil das ist das, was ihn momentan sehr stark macht. Ja, mit Abblitzen kann er mehrere Gegner sehr einfach beseitigen, und mit dem Bohrer kann er etwas anderes machen, was wir dann vielleicht bei einem Bosskampf mal sehen. Das ist nämlich ein Einzelangriff. Oh, die Musik kenne ich doch, oder? Hey, Shadow ist da! Okay, dann lassen wir Shadow in Ruhe. Wir könnten theoretisch Shadow hier rekrutieren, allerdings sprechen drei wichtige Sachen dagegen. Erstens verlangt er 3000 Gil. Zweitens geht es nur, wenn wir drei Party-Member haben. Also, wenn wir maximal drei Party-Member haben, weil er braucht ja einen Platz und kann nicht wieder rauskicken. Und dann hat er wie letztes Mal auch immer noch die Chance, dass er mit 1/16 nach jedem Kampf quasi sich von der Party verabschiedet und ja, und unser Geld einfach mitnimmt. Es gibt hier auch also Waffen und Ausrüstung, glaube ich. Allerdings haben wir das alles schon. Beziehungsweise bessere Sachen. Wobei das Kopfhorn könnten wir uns theoretisch holen. Also ich glaube, die grünen Barriere sind noch besser. Und hier gibt es noch wieder Tränke, Tinkturen, anderes Zeug, das wir alles nicht brauchen. Wir sind nämlich aus einem ganz anderen Grund hier, und zwar um in das Haus zu gehen da oben. Allerdings darf ich kurz vor die Party umstellen, und zwar locker in die erste Reihe nehmen, weil sonst verpassen wir eine extra Story-Sequenz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik kann ich schon bald nicht mehr leiden. Die kommt immer zu den unpassendsten Momenten. Okay, wer ist das? Okay. Er hat sich mit Kräutern eingeschläfert, wer ist das?
Rachel? Wer ist Rachel? Ja, ich weiß nicht, sieht nicht gerettet aus, oder? Eher wie Schneewittchen, oder? Ja, ist eine gute Frage, welcher Weg? Wieso aufgeben, was? Was hast du angestellt? Armer Lock. Wir können uns noch genauer anschauen, was da passiert ist. Und zwar, Rachel und Locke hatten ein Haus hier. Kann ich kurz mal verraten, dass die zwei zusammen waren. Und zwar hier. Und da gibt es den Rest der Geschichte quasi. Da, zwischen den beiden ist nämlich etwas passiert, oder? Nicht nur zwischen den beiden, sondern vor allem ihr. Oh, er ist wieder mal als Dieb unterwegs, oder als Schatzjäger. Ziemlich traurige Folge mit den ganzen Rückblenden hier. Aber dafür erfahren wir mehr von den Hauptcharakteren. Oh, das ist aber nicht gut, oder? Also. Das ist aber nicht so toll, oder? Ja, die wollten offenbar heiraten und durch den Sturz hat sie dann irgendwie ihr Gedächtnis verloren und ja, das war's dann mit Locke. Und zumindest mit Locke und Rachel. Oh, noch schlimmer. Also nicht so toll. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Weg, sie wieder aufzuwecken. Immerhin können wir bald zaubern. Oder wir können schon zaubern. Da gibt es noch ein Elixier, nicht vergessen. Ich glaube, das war's schon, oder? Ah, na, ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Und zwar, falls ihr noch zu wenig grüne Berets habt, gibt es hier noch eine Möglichkeit, eins zu bekommen. Und zwar hier im Haus. Im Hintergang einfach reingehen, nach links drehen und da ist noch ein grünes Barrett versteckt. Mittlerweile habe ich so viel, ich kann es gleich schon verkaufen. Aber ja, dafür habe ich auch genug gegrindet. Ich will allerdings meine Party jetzt umstellen, weil ich mit denen eigentlich mit Seven und Locke hier jetzt nicht viel anfangen kann, beziehungsweise weil es bessere Alternativen gibt und zwar Gaunt und. Weißt du? Cyan, genau. Und die will ich jetzt in die Party holen. Allerdings muss ich dafür ganz zurück nach Nash, die Party umstellen, das Equipment ausrüsten, so wie es eigentlich vorgesehen gehört. Und dann sehen wir uns hier außerhalb von Kohlingen wieder. So, wir sind hier mit der Party schon fertig angekommen. Ausrüstung sieht so aus. Erstens mal alle stehen in der hinteren Reihe. Sollte klar sein, warum. Weil niemand mit seinem Angriff angreift, außer Silas und die hat sowieso eine Fernkampfwaffe. Und bei der Ausrüstung ist eigentlich alles klar. Alle Mithril-Schilder, ihre besten Waffen bzw.
die bei Sean eine Eisenrüstung, bei Celia eine Seidenweste, bei Gao die Ninja-Kleidung und bei Edgar das Mithril-Helm. Und für Sean die Sprintschuhe, Atlas-Armband, Celias Schleife, damit sie nicht verwirrt werden können und kann und eventuell noch heilen kann. Ohrringe, Gao kriegt Laufschuhe und Ohrringe und Edgar bekommt ein weißes Cape und Ohrringe. Das weiße Cape ist eigentlich ziemlich unwichtig, aber. So, und dann haben wir noch was vorhatte und zwar. Ups. Schauen wir mal. Ah, die kennen wir schon, aber. Schauen wir mal den Primordial an, wo ist er? Primordial da. Den und. Dann schauen wir uns die vierte Technik von Gao an, wenn es noch dazu kommt, die er neu bekommen hat. Und zwar ist das der Quadraschlag, glaube ich. Vierschlag, ja. Der haut viermal zu und zwar zufallsverteilt auf alle Gegner. Ist natürlich bei Einzelgegnern oder Bossen am besten und das ist auch der Grund, warum er mitkommt. Weil er doch sehr viel Schaden austeilen kann damit. Vor allem mit dem gepaart mit dem Atlas-Armband. Ja, gut, dann geht's hier rauf. Da wollen wir nämlich noch was absahnen. Oh ja, schon wieder die zwei. Jetzt ist aber eine Ruhe hier. Ja, das sollte dem Ganzen ein Ende setzen. Nur mal kurz vorspulen. Ja. Gar nicht so schwierig. Könnt ihr mal heilen dann mit Celas? Das ist auch der Grund, warum Celas überhaupt mit ist. Was haben wir hier? Hier einmal. Es hat genug Mana, um zwischen den Gebieten oder zwischen den Räumen, wo wir uns ausrasten können, immer genug Mana zu haben. Also hier gibt es noch ein einzelnes Haus, das wir uns auch anschauen wollen. Schon wieder die komische Musik. Ich kann sie bald nicht mehr leiden. Und wo ist er? Soll ich den Typ rumlaufen? Hä? Ich dachte immer. Sehr komisch. Ich dachte, hier läuft ein Typ rum. Ah, da ist er. Oh Gott, den sieht man gar nicht. Und zwar, der spricht irgendwie davon, dass die Welt keinen Frieden brauchen kann, weil dann alle Leute irgendwie wahnsinnig werden. Und deswegen will er ein Kolosseum machen, um ein Denkmal für den Krieg zu setzen. Was dieses Kolosseum ist, wir werden es viel, viel später noch erfahren. Sehr gut sogar. So, und eigentlich... Oh, habe ich jetzt... Ich war nur einkaufen in Kohlingen. Das ist natürlich nicht so gut. Oh ja, und den Heldenring, den wir gerade bekommen haben, der könnte theoretisch mit dem Atlas-Armband gekreuzt werden, um die Kampfkraft zu erhöhen. Allerdings funktioniert Heldenring und Atlas-Armband nicht, aber... Wo ist er? Aber Ohrring und Heldenring funktionieren, das heißt, Edgar macht jetzt sowohl mehr Schaden mit seinen magischen Waffen, als auch mit den normalen Waffen. Ja, was ich bei Kohlingen sagen wollte, ist, normalerweise die Leute in Kohlingen. Ja, wir gehen nochmal zurück und reden etwas mit den Leuten. So, wir sind in Kohlingen und wir wollen ja eigentlich wissen, wo Terra ist. Ah, und die ganzen Leute hier sagen schon, sie war zwar hier, aber sie ist nach Süden. Ah, die habe ich ja schon. Sie ist nach Süden abgehauen. Nach Shidua oder Shidor, keine Ahnung, wie der Ort wirklich heißt, wir werden es bald sehen. Shidur, ja, wie auch immer. Keine Ahnung, ich werde es irgendwie aussprechen. Ihr werdet euch damit abfinden müssen. Ja, und offenbar hat Terra das Haus des Typens hier zerstört. Naja, okay, das haben wir schon gemacht, also. Schauen wir mal, was der Alte zu sagen hat. Ja, und das ist der Typ, den wir gerade besucht haben mit dem Kolosseum. Und weil da oben etwas anderes auch noch zu finden ist, das ich noch nicht hergezeigt habe, sehen wir uns bei dem Haus gleich wieder. Und zwar gibt es hier noch im Wald etwas zu finden. Und zwar, ich glaube hier, ja, ziemlich genau in der Mitte des Waldes, einen Chocobo-Stall. Und den wollen wir gleich verwenden. Kostet 200 GS, aber mit dem Chocobo kommen wir viel schneller nach Chitur als zu Fuß. Und... Es stören uns auch keine lästigen Gegner.
Abgesehen davon, dass die Gegner hier sowieso nicht so stark sind. Ich meine, die komischen Flugtypen, also die komischen Vögel, können schon ganz schön zuhauen. Also ihr solltet euch nichts. Ihr solltet die HP eurer Partymitglieder nicht allzu weit sinken lassen. Weil die können mit einem Schlag bis zu 150 Schaden austeilen, was gar nicht so wenig ist. Allerdings mit Derodon, Marshall und dem Abblitzen von Edgar sollten die Vögel auch kein Problem darstellen. So, und wir gehen jetzt nach Chitur, das ist hier am Süden der Halbinsel quasi. Wir könnten noch weiter in den Süden gehen, da unten gibt es auch offenbar ein Opernhaus, das wird aber erst später interessant. Das heißt, wir steigen hier mal ab und gehen nach Chitur. Und was es in Chitur alles zu finden gibt, was wir einkaufen werden und wo sich Terra versteckt, das sehen wir nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VI. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß!